hat heute im Parteivorstand eine erste Aussprache zu den Ergebnissen der niedersächsischen Landtagswahlen gegeben. Wir müssen festhalten, dass eine gründliche Auswertung natürlich eine tiefere Analyse und auch mehr Zeit erfordert. Wenn wir uns die ersten Zahlen, die vorliegen, anschauen, so müssen wir feststellen, dass wir sowohl an alle anderen Parteien verloren haben, aber die größten Verluste haben wir in dem Bereich der Nichtwählerinnen und Nichtwähler. Und das zeigt doch, dass eine schwere Aufgabe, die vor uns steht, die Frage der Mobilisierung unserer Kernklientel ist. Wir haben ja in der Wahlstrategie festgehalten, dass wir einen klaren Mitmachwahlkampf machen, dass wir Mobilisierungen zu einem Schwerpunkt machen. Und das heißt, dazu werden wir Vorschläge machen, auch erarbeiten müssen. Dieses Ergebnis, was für uns ein enttäuschendes Ergebnis ist, ist für uns natürlich ein Anlass, die Köpfe zusammenzustecken und zu beraten, wie wir dann den Wahlkampf jetzt anlegen. Aber es kann und darf für uns kein Ergebnis sein, die Köpfe in den Sand zu stecken. Dafür gibt es einfach zu viele Aufgaben in dieser Gesellschaft für uns. Wir müssen feststellen, und das wussten wir seit Göttingen, bergab kann es sehr schnell gehen mit einer Partei. Der Weg bergauf, der ist offensichtlich deutlich steiniger und schwerer, aber wir sind bereit dazu. Ja, wir haben es leider mit der Gesetzmäßigkeit zu tun, dass die Linke bei Landtagswahlen ihre Wählerschicht deutlich weniger stark mobilisieren kann wie bei Bundestagswahlen. Wir müssen feststellen, dass viele Protestwähler, die aus Protest über die soziale Lage, über ihre eigene soziale Lage, auch die Linke gewählt haben, dieses Mal nicht zur Wahl gegangen sind. Das hängt sicher sehr stark damit zusammen, dass Protestwähler erwarten, dass schnelle Lösungen erfolgen, die ihnen auch die Linke nicht auf einen Schlag bieten kann oder wo es nicht ganz einfach zu vermitteln ist, welche Wirkung die Linke erzielt. Wir werden daran arbeiten, diese Wählerschichten, die ohne Zweifel auch bereit sind, die Linke bei der Bundestagswahl zu wählen, wieder an die Urnen zu holen und für die Linke zu motivieren, zumal wir deutlich machen können, dass viele unserer Themen von anderen Parteien, insbesondere von der SPD, aufgegriffen wurden in den letzten Monaten. Egal, ob das die Bankenregulierung war, die Frage der Finanzpolizei, ob es Mindestlohn ist und Ähnliches. Und wir unseren Wählern deutlich machen, dass ohne die Linke die anderen Parteien keine Neigung haben, die sozialen Fragen in den Mittelpunkt zu stellen und deshalb eine starke linke Kraft in Deutschland dringend notwendig ist. Ja, wir hatten in Niedersachsen einen tollen Wahlkampf mit vielen engagierten Menschen und wir waren die einzige Partei, die auf ihren Plakaten den Zusammenhang zwischen den Milliarden Steuergeschenken an Spekulanten und Banken und den wachsenden Sorgen und Nöten der Menschen in den Mittelpunkt gestellt haben. Die Menschen haben Angst vor steigenden Mieten, vor sinkenden Löhnen, Armutsrenten und Bildung, die etwas kostet. Wir haben diese Themen sehr deutlich gemacht und konsequent unsere Haltung dargestellt. Viele Menschen in Niedersachsen wollten einen Regierungswechsel, haben sie jetzt ganz knapp bekommen mit SPD und Grünen. War ein Element dafür, dass einige Menschen gesagt haben, wir wählen jetzt SPD oder Grüne. Und die Medien haben signalisiert, es wird ein Richtungswahlkampf. Und viele haben gesagt, dann ist die Stimme für die Linken eine verlorene Stimme. Leider müssen die Menschen jetzt sicherlich merken, dass es zwar einen Regierungswechsel gegeben hat, aber einen Politikwechsel hätte es nur mit der Linken gegeben. Wir arbeiten jetzt die nächsten 5 Jahre in Niedersachsen an unserer Politik. Wir werden den Menschen klar machen, dass wir im Land gebraucht werden. Wir haben keine Untergangsstimmung. Junge Parteien haben immer auf und ab und wir leben damit und die Linke hat einen langen Atem und wir werden auch im Westen weiter stark linke Politik machen.